Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Show Watch Dogs. Richtig geile Sache. Wir sind hier wieder zurück im Chicago, in dem langsam die Sonne untergeht. Hier gab es letztes Mal diesen Unfall. Ja, wie ihr merkt, ich nehme das jetzt eben gerade am Stück auf. Das heißt, wenn ihr in der Zeit was in die Kommentare geschrieben habt, konnte ich es nicht berücksichtigen. Wir schauen uns das jetzt mal an durch den Klick nach... Oh. Keine Musik. Durch den Klick nach oben im linken Steuerkreuz heißt das, glaube ich. Oder kann ich mein Smartphone öffnen? Da kann man sich unter anderem die Statistik anschauen. Oder den Fähigkeitenbaum, den schauen wir uns jetzt mal an. Da merkt ihr, du schaltest, wenn du Story spielst, verschiedene... Also schaltest du halt immer Skillpunkte frei oder wenn du was anderes machst. Und dann gibt es hier hergestelltes Fahren, Hacken und Kampf. Und da kannst du dich halt so nach oben. Ja, das kostet dich eine gewisse Skillpunktanzahl. Hier zum Beispiel... Sprengwiderstand reduziert durch Explosionen den Schaden drastisch. Hergestellt ist, dass man zum Beispiel ein Blackout machen kann, das muss man auch erst freischalten, oder diese Gemcoms, Splittergranaten und so weiter. Fahren natürlich auch und Hacken zum Beispiel, dass ich überhaupt erst eine Hochbahn hacken kann, muss ich freischalten. Oder dass ich Zusatzakkus, das zeige ich euch gleich nochmal. Oder dass ich, also damit konnte ich erst gewisse Dinge machen, vorher konntest du auch keine Ampeln hacken oder Poller fahren, die zeige ich euch noch. Hier sieht man das vielleicht auch mal, Poller. Wenn ich Polizei verfolgt, fahre ich sie hoch und er fährt voll dagegen. Ampeln eben auf grün schalten zum Beispiel. Und dadurch gibt es dann auch den Unfall bei Polizeiverfolgung hilfreich. Brücken gibt es ja in Chicago bekanntlich viele, kann man auch hochfahren. Diese Tore eben kann man... Na! Ich treffe das gar nicht. Das geht gar nicht. Cool. Ha doch, Tore und Garagen kann man auch öffnen. Schau, da das eine Tor auf. Hineingefahren und damit ist man im Prinzip schon mal ziemlich gut ausgestattet. Helikopter kann man auch abschalten, wenn man von der Polizei verfolgt wird und so weiter. Ich denke, wir schalten jetzt mal einfach frei hier. Was schalten wir frei? 4 Skillpunkte haben wir. Fokus gibt es auch, den zeige ich euch gleich. Fahren. 5. Gut, das spare ich lieber. Jetzt war ich gerade in diesem Fähigkeitenbaum drin, Statistik. Da seht ihr eben den Ruf, ja, also ich bin ziemlich, also da ist dieser Ding in der Mitte und der geht nach rechts und das sind halt diese kleineren Striche und ich bin ganz klar über dem kleineren, damit bin ich schon mal Beschützer. In der Mitte bist du, glaube ich, Bürger und links davon Anarchist, so viel weiß ich bisher. Ja, Fortschritt, seht ihr hier, es sind insgesamt, was, 39 Missionen oder so, ich habe es mal ausgerechnet, Akt 1, 2, 3, 4 und 5 gibt's und ich bin in Akt 2 gerade in der 5. Mission von 15, das ist, ja, ganz okay, ich bin halt so in der Mitte irgendwie. Nebenmissionen, Untersuchungen, Online-Aufträge gibt's nämlich auch. Ja, damit habe ich euch das alles gezeigt. Wie immer, ziemlich volles Programm in den Folgen. Was auch cool ist, ein Programm Auto auf Abruf nennt sich das Ganze. Wenn du länger spielst, kannst du hier die ganzen Autos freischalten. Ja. Und ich kann mir diesen auch bestellen, mit dem zum Beispiel sind wir letztes Mal gefahren. Jetzt nehmen wir zum Beispiel den hier, den habe ich freigeschaltet, ein Stealth-Auto. Zack, dann sehe ich das da unten auf der Karte und dort hinten steht der Wagen. Im Prinzip kann er nur so viel, dass wenn du von der Polizei verfolgt wirst und du, oder wenn die Karte gescannt wird, also nach dir gesucht wird, dann... Das zeige ich euch auch gleich, dann ist es, wirst du in dem Auto weniger gefunden, also ist es nicht so total unsichtbar oder so. Also, naja. Das ist schon, du merkst halt wirklich überhaupt nicht, dass einer drin sitzt, das ist schon ziemlich cool. Auch die Sounds beim Starten finde ich echt realistisch. Und jetzt fahren wir zum Beispiel mal diese Poller hoch. Hier sind die Poller. Darunter steht diese Batterie und 1. Und links unten seht ihr, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir jetzt die Poller hochfahren, wupp, haben wir 1 weniger. Das heißt, du hast auch nicht unendlich Heck. Jetzt fahren wir sie wieder runter. Jetzt haben wir noch 1 weniger. Jetzt stellen wir uns drauf und fahren sie. Ja! Also, da kannst du... Oh, nein! Nein, 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 nein! Ein Moment. Shit! Jetzt geht unser Auto nicht mehr. Aber das ist kein Problem. Wir hacken einfach den nächsten Wagen und... drehen ihn wieder richtig. Ja. Gut, was wollte ich dieses Mal machen? Lustig ist es schon. Na, jetzt haben wir nicht mehr genug Batterie. Mist. Jetzt wollte ich den hochschieben. Jetzt geht das Ganze eben nicht. Jetzt fahre ich einfach mal ein bisschen.
in dieser echt guten Perspektive. Wir haben uns von allen in der ersten Folge ein bisschen angeschaut. Jetzt gehe ich, weiß gar nicht, worauf ich genauer eingehen soll. Schauen wir uns mal an. Er fährt ziemlich cool. Machen wir mal was kaputt hier. Ihr seht, das sieht richtig gut aus und du kannst doch einfach... Ja, das SS ist schon gut. Machen wir mal ein bisschen was kaputt. Zack. Und ihr seht, das macht das Auto kaputt und das ist extrem realistisch. Und das freut mich. Also, realistisch für ein Spiel. Hoppala, keine Leute umfahren natürlich, das ist schlecht. Ihr seht, richtig, richtig starke Sache, was du alles kaputt machen kannst einfach. Du kannst nicht alles natürlich kaputt machen. Oh, ich glaube, da hinten gab es... Oh, da hinten gab es einen Auffahrunfall. Was ist da denn los? Da fährt er eben einfach nicht drauf, oder wie? Das ist auch schön. Es passieren auch Unfälle zum Beispiel. Jetzt machen wir mal einen... Ein Cobra 11 Motorhome Slide war hier. Und gleich nochmal zurück. Oh, da war er. Und nochmal. Oh, schade, zu weit oben. Steigen wir mal in den Wagen ein, der sieht ganz hübsch aus. Ich glaube, mit dem bin ich noch gar nicht gefahren bisher. Den kenne ich gar nicht. Schönes Auto. Ja, genau, das war... eine Limousine. Cool. Ja, die Nacht. Die Nacht in Chicago. Ist sehr schön. Das seht ihr auch. Licht sieht ziemlich gut aus vom Auto am Boden. Ziemlich gut aus. Nicht perfekt, ziemlich gut. Wobei, ich muss sagen, viel Besseres kennen wir auch wiederum nicht. Fahren wir hier mal kurz rein in die Garage, machen das Tor hinter uns wieder zu, steigen aus und holen uns ein anderes Auto. So kann man zum Beispiel dann die Polizei abhängen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal Waffe. So, so sieht das dann aus. Schießen wir mal mit der goldenen. Schon ziemlich, halt auch ziemlich. Schießen wir, jetzt sehen wir da oben, es ruft einer gerade die Cops. Soll er machen. Das wird dann ziemlich lustig. Das ist meine Lieblingspistole, Mann. Die ist schon ziemlich geil. Jetzt kommt da unten, seht ihr, ist dieser CTOS-Scan. Die scannen jetzt nach mir und im Stealth-Auto eben würden sie mich, wird das länger dauern. Ich könnte jetzt aus dem Kreis rauslaufen. Bevor das 100% erreicht hat, mache ich aber nicht. So, ich gehe auf die richtige Waffe. Hier, die Chrome. Mit der schießen wir auch nochmal. So. Dass ihr von jedem ein bisschen seht. Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass die da reinkommen. Doch, tun sie. Ach du Scheiße. Oh, von beiden Seiten. Das könnte jetzt unangenehm werden. Wir verpissen uns natürlich. Dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterhergeschickt. Und machen natürlich die Tür zu. Ah, geht aber nicht, weil er in der Tür steht. Ach, Mist. Okay, jetzt haben wir schon mal unten. Seht ihr, das ist so wie das Sternensystem in GTA. Da sehen diese zwei Punkte da. Und da unten wird mir rechts angezeigt, ich könnte jetzt neutralisieren. Das heißt, einen ausschalten durch... da ist jetzt gerade die Polizei. Eieiei. Man kann nicht aus dem Auto rausschießen. Das geht nicht. Und deswegen kann ich sie eigentlich nur durch dieses... Da haben wir einen Dampfrohr zum Explodieren gebracht, um einen Cops zu aus... Den versuchen wir gegen den LKW zu drängen. Da ist richtig Action drinnen. Das Dampfrohr könnte ich jetzt auch zum Explodieren bringen. Schau nach hinten und... Zack, den einen hat es richtig ausgehoben. Er war nicht perfekt, weil ich in der Mitte drüber gefahren ist, dann hätte ihn richtig Mist zerlegt. Schöne Verfolgungsjagd. Jetzt wird sie gerade mies, weil ich gerade Scheiße baue. Nicht gegen die Säulen fahren. Ich passe sogar noch auf, dass ich die Leute nicht umfahre. Bin ich ein toller Typ. Jetzt fahren wir einfach mal die Brücke hoch. Jetzt funktionieren wir. Jetzt funktioniert's. Die Brücke fährt hoch, einer kommt noch drüber, die anderen nicht mehr. Weil die Polizei sich das, glaube ich, nicht traut. Zwei Sterne, zwei Punkte, zwei. Fahndungsstufe 2 habe ich. Ich versuche... Ich glaube, ich bin ihn losgeworden. Ja, aber jetzt kommt von rechts wieder einer. Und ihr seht, ich kann gerade nicht zecken, weil meine Batterie leer ist. Jetzt biegen wir hier ab. Ich versuche, dass ich aus dieser Art
Ja, da bin ich jetzt draußen. Das ist im Prinzip ein bisschen wie in GTA. Ich könnte es aus dem Kreis eben rausfahren, wie man es in GTA machen würde. Oder ich mache, wie man es in Watch Dogs machen kann. Ich fahre einfach in ein Seitengänge. Hier rein. Bieg hier ab. Und verstecke mich im Auto. Jetzt seht ihr diesen Kreis. Nur wenn sie innerhalb dieses Kreises kommen, dann sehen sie mich auch. Dort vorne fährt es gleich einer vorbei. Da, sie suchen mich. Da hinten steht auch einer, hat reingeleuchtet, aber hat uns nicht gesehen. 1-0 und ist abgelaufen. Schade, haben sie mich leider nicht erwischt. Ach, was machen wir da? Das Coole ist, es ist auch, was ich... Ich könnte jetzt da rauslaufen. Ich glaube, und sie sehen mich nicht. Also sie haben nichts gegen mich. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung wurde viermal geschieden. Und das ist eben das Coole, dass du so viel über die Leute rausfindest. Eine Polizeiverfolgung, sagt, haben wir hinter uns. Wir hauen jetzt mal den aus dem Auto raus. Ich hoffe, er ruft jetzt die... Sie? Das ist natürlich korrekt. Sie? Ruft die Bullen? Nee, macht sie nicht. Schade. Bock. Angefahren. So, das ist Chicago. Polizei haben wir uns angeschaut. Was machen wir denn jetzt? Du musst... Hier steht eben, The Loop CTOS verbunden. Du musst am Anfang in den einzelnen Bezirken das freischalten. Da musst du dich so durchkämpfen. Das habe ich ja heute schon in allen gemacht, damit ich es einfach einfacher habe. Wir haben hier den Stadtkern mit den Hochhäusern. Sieht man auch schon ein bisschen 3D hier. Hier ist der Willis Tower. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Stadtkern durch diese Brücken hier verbunden. Das zählt auch noch zum Stadtkern dazu. Dann haben wir hier so ein bisschen hier unten ein bisschen Industrie, so ein bisschen... Vorstadt hier, ja, das ist ein bisschen eher so Industrie, ein bisschen, keine Ahnung, Ghetto kann man es auch nicht sagen, nicht wirklich. Und hier unten ist dann so ein bisschen, hier sieht man das so, ja, einfach so wirkliches Vorort, Familien, Einfamilienhäuser. Und hier geht es dann raus in die Randbezirke, wirklich Landstraße und Brücken, die gebaut werden. Und das ist wirklich alt, also wirklich so altmodisch da draußen mit so Holzbrücken noch und so. Und hier so schönes altes Kaff, wirklich. Wo sie auch dann mit älteren Autos rumgurken und so. Ja, genau. Ziemlich cool. Jetzt habe ich das mit der Karte geklärt, über die Steuerung habe ich gesprochen. Was man hacken kann. Ampeln. Autos, natürlich den Alarm auslösen. Poller. Helikopter. Du kannst hier Nägel, dann fahren die runter und ich fahr drüber und es passiert nichts, weil ich... Und es passiert noch immer nichts. Okay. Jetzt passiert was. Das hört ihr jetzt auch. Zack, das erlegt uns die Reifen. Da haben wir nicht mehr viel drauf auf dem Auto. Und man sieht auch schön, wie das richtig gut heiß wird hier. Ja, sieht cool aus. Controller vibriert wieder wie Hölle, der vibriert ziemlich oft, auch wenn man schaltet und so. Ach komm! Ja, die schreit jetzt natürlich rum, kann mir auch egal sein. Wir holen uns mal ein Motorrad. So, hier, guck hier, so ein... Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Wir lösen den Alarm aus. Die Nägel kann man hacken, genau, die Poller, Ampel neben. Was noch? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, wenn, zeige ich es euch dann. Ihr seht das dann auch schon öfters mal mit dem Motorrad. Gut, worüber haben wir noch nicht gesprochen? Über die Karte haben wir jetzt eben gesprochen, über das Fahndungssystem haben wir gesprochen. Jetzt seht ihr das unten, ich habe jetzt noch einen, wenn einen, unter Anführungszeichen, ja, wie nennt sich das? Nach uns wird halt ein bisschen gefahren, wenn da jetzt vier wären, dann würden zum Beispiel auf diesen... Nachrichtenscreens da, die da überall sind oder im Radio Meldungen über uns kommen. Die Leute würden uns erkennen und die Polizei anrufen. Dann sieht man, dass auf denen würde dann halt wahrscheinlich irgendwie sowas über uns laufen. Dampfrohr habe ich vergessen. Der Typ muss hier irgendwo sein. Was? Was? Ach so, da war jetzt irgendein Verbrechen im Gange. Genau, jetzt haben wir das alles. Hauptmission sage ich nichts dazu. Man muss auch... Was noch entscheidend ist, du musst diese CTOS-Türme hacken. Das ist ein bisschen wie in Assassin's Creed, diese Türme. Und damit schaltest du halt ja, so Sachen hier frei, so Orte. Und auch eben ein Versteck, zu dem wir dann Schnellreise machen können. Was gibt's noch? Es gibt natürlich Waffenläden, wie in GTA. Kleidungsgeschäfte gibt's
Herstellungsläden für diese Explosivkomponenten, für diese Granaten dann eben und so. Verbrecherkonvoi, da könnt ihr kurz auf Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Das sind also Nebenmissionen, eben so ein fixer Auftrag, da musst du irgendwas erledigen. Zum Beispiel einfach erreichen sie die Zielperson in ihrem Fahrzeug und hacken sie ihre Daten. So ein CTOS-System, so ein CTOS-Turm könnten wir mal machen, dass wir da dann das Versteck zum Beispiel freischalten und so. Was gibt es noch? Sehenswürdigkeiten, da gibt es über 100 in der Stadt, 100 genau in der Stadt. Zum Beispiel dann diese Willis Tower oder so, da fährst du dich dann hin und meldest dich mit deiner Touristen-App dort an. Ist ziemlich cool und du kannst dich, ich glaube, nur jede Stunde anmelden. Und dann gibt es einen Oberbürgermeister für jedes einzelne, für jede einzelne Sehenswürdigkeit, wenn wer sich am meisten angemeldet hat. Das ist ziemlich cool. Was ich vielleicht dazu sagen muss, das ist ein praktisch dauerhaft online. Das ist, also dadurch, das zeige ich euch dann. Also praktisch, da sehe ich dann, da steht dann, keine Ahnung, Hankook, wenn er das Spiel hätte, hat sich bei dieser Sehenswürdigkeit in den letzten 7 Tagen 40 Mal angemeldet. Das kann er eben nur jede Stunde machen, hat das halt 40 Mal gemacht und ist damit, weil er es am meisten gemacht hat, die anderen nur 30 Mal. Zum Beispiel ist er da Typ jetzt von dem, was, der Oberbürgermeister, was macht die da, die filmt uns oder was? Oder sie macht ein Selfie. Die könnten wir auch hacken. Jetzt haben wir eine Herstellungskomponente für einmal Hacks zum Beispiel, dann haben wir wieder was für unsere Granaten-USW. Wir hauen uns jetzt auf unserem Motorrad drauf, was da hinten steht. Zum Typen an sich, Kleidung, das ist nicht die Standardkleidung, er hat ein bisschen was anderes an, ist ziemlich identisch, sein Mantel ist in der Standardkleidung ein bisschen dunkler, aber er hat keine Handschuhe an und ich finde die Handschuhe geil, deswegen trage ich die Handschuhe. Mein Handy packe ich mal weg. Ziemlich viel zu reden. Ich gehe, glaube ich, dauerhaft am Stück, also so viele Infos. Leise. Wir cruisen mit dem Motorrad. Der Mantel weht wirklich schön, seht ihr jetzt. Das sieht schon richtig cool aus. Ich hoffe, ich falle jetzt in keinen rein. Da seht ihr es, der weht richtig schön, der Mantel. Ja, genau. Schalten wir da mal. Ah ja, zu diesem Fokus wollte ich noch was sagen, wenn ich den drücke. Läuft alles ein bisschen langsamer. Gibt es in GTA, glaube ich, auch. Ja, also tolles Spiel. Ganz klar. Und wir haben uns jetzt das Autofahren natürlich angeschaut. Fliegen kann man nicht. Ah! Boot fahren kann man aber. Lustigerweise sind wir jetzt auch schon am Hafen. Minispiele gehen natürlich auf. Ich schaue, dass ich keine Leute umfahre, um meinen Ruf zu wahren. Oh, was ist das? Das ist cool. Riesige Schachfiguren. Da könnten wir jetzt zum Beispiel Schach. Ich habe die Figuren schon aufgestellt. Spielen, aber ich will mich jetzt hier ehrlich gesagt nicht blamieren. Deswegen lassen wir das lieber. Da wird mir auch angezeigt, wen ich hacken könnte da hinten. Der hat irgendwas, die hat irgendwas dabei. Bankkonto. Wenn ich das jetzt hacke, 4.380 Euro hat sie für ein Bankkonto. Jetzt habe ich ihre Daten. Jetzt könnte ich zum nächsten Geldautomaten gehen. Also mache ich jetzt aber nicht. Und hätte dann praktisch, könnte man mir dann ihre Kohle abheben. Das coole ist, wenn du das jetzt, du machst das halt immer so eigentlich im Vorbeilaufen, ja, und, ah, das Pferd. Das ist doch cool, oder? Allein deswegen lohnt sich schon das Spiel zu kaufen. Nein. Sprengen kann man auch Dinge, genau. Durch überladen. Jetzt brennt Stabile. Hier ist der Geldautomat. Das coole ist einfach danach, wenn du dann halt einfach, ey, da ist eine Hex, wir das da. Und am Ende rennst du dann zum Bankautomaten hin nach ein paar Stunden Spielzeit und kommst drauf, hey, sind da gleich mal 8.300. Schau. Einmal habe ich 54.000. Jetzt habe ich habe 54.000 gerade auf dem Konto und einmal habe ich 54.000 auf einmal bekommen. Weil du einfach, du hackst den und du sammelst halt wirklich die Kohle und bis du nochmal zu einem Automaten kommst. Ja. Schön sieht die Stadt aus, kann ich schon mal sagen. Da hinten ist der Willis Tower, das höchste Gebäude. Grafik haben wir gesprochen. Fast. Das Wasser kommt noch dran. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht so, was ich noch reden will. Ich würde dann sagen, wir fahren jetzt noch mit dem Boot. Und schließen damit schon wieder unsere Folge. Fast. Über Folgenlänge, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie sich's halt ausgeht. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das hier an, das sieht doch richtig gut aus. Bei Battlefield, ja, kann man natürlich immer bringen, aber
Das sieht richtig schön aus, wie wir hier über so Wasser springen hier. Und auch die Wellen gehen richtig schön. Jetzt vom Boot weg, hat man gerade schön gesehen. Ich kann jetzt nochmal kurz Gas geben. Ihr seht die Wellen. Ihr seht wirklich schön, wie sie abebben. Ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, aber sonst passt. Boot fährt sich ziemlich gut, muss ich sagen. Das Schöne ist, das passt ziemlich gut, weil ich ziemlich viel rumfahren kann, weil es in Chicago halt eben mitten durch die Stadt hier den Weg durchgibt und so auch in die Außenbezirke kommt. Also Boot ist durchaus ein gutes Fortbewegungsmittel, auch ein gutes Fluchtmittel von der Polizei, weil ein Tipp ist, einfach ein Boot schnappen, wegfahren, aufs Meer raus, die Polizei kann dir nicht folgen, nur mit dem Helikopter, den hackst du einfach, also den hackst du kaputt, dann kann er dich nicht mehr gescheit sehen und dann flüchtest du oder du schießt den einfach ab auf die altmodische Methode. Dann versteckst du dich wo und du bist. Du kommst los. Wir werden ein bisschen langsamer, sind jetzt schön in der Nacht. Cruisen wir durch Chicago und fahren gleich mal die Brücke hier vor uns hoch. Und hier werden wir anlegen. Und da kommen Nachrichten. Mal sehen, was die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Interessant. Verbrechen erkannt. Darum kümmern wir uns nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir uns mit Nebenmissionen beschäftigen. Außer ihr wollt was anderes sehen. Mit der Bahn fahren werden wir noch. Das war's jetzt von meiner Seite sozusagen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das gefällt, wenn ich gucke. Aber ich denke, es macht schon richtig Spaß. Deswegen, weil das einfach so cool ist, springen wir jetzt gleich mal vor Freude ins Wasser. Quatsch. Ja, den Gabelstapel habe ich jetzt zum Beispiel gerade gehackt. Auch eine coole Sache. Kommen wir hier hoch? Nein, wir kommen hier nicht hoch. Was ist da denn? Jetzt müssen wir ernsthaft zu dem Boot schwimmen. Ja, müssen wir. Dann ist das auch mein Ende für diese Folge. Danke, dass ihr euch das angeschaut habt. Habe ich das gerade schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe schon mal gesagt. Genau, das nächste Mal Nebenmissionen, ein bisschen ballern, ein bisschen zeigen, was auch vom Deckungssystem her funktioniert und so, wie es im Kampf aussieht. Das schauen wir uns nächstes Mal an. Jetzt setze ich mich erstmal ins Auto und trockne meine Kleidung. Genau. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Monat wieder in genau einem Monat. Wenn euch wirklich Watch Dogs gefällt, schreibt es in die Kommentare. Sagt, ihr wollt mehr, dann ändere ich das. Ich kann ja auch zweimal im Monat dann Watch Dogs machen und dafür, keine Ahnung, was anderes halt weniger. Ich habe eh noch einen Slot sozusagen frei, kann ich das so nennen. Für die vierte Woche habe ich noch nichts geplant. Ich habe... Also wenn ihr wollt, wenn ihr zweimal Watch Dogs im Monat sehen wollt, sagt das einfach, dass dann, wenn das gut ankommt, mache ich das auch, weil einmal im Monat ist dann für so ein geiles Spiel fast schon ein bisschen wenig. Weil ich meine, Batman hat ja 2, 4, 6, 8 mal. 2 mal 4 sind 8, ja. Genau. Wir sehen uns, wie gesagt, in einem Monat wieder. Bis dahin. Ciao.